Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox, und heute sind wir in Free Promo Codes drin. Also, ich denke mal, so ein Free Items Game. Und das gucken wir uns natürlich auch gemeinsam an. Mir ist aber schon eine Sache da, glaube ich, aufgefallen. Und zwar ein Thumbnail kommt mir da teilweise bekannt vor. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das hundertprozentig so ist. Das will ich jetzt hier nicht sagen, also dass ich das irgendwo erkenne. Aber 1 zu 100%. Und zwar Build It, Play It, The Island of Move. Da ist so ein Thumbnail drin und ja, bin ich halt nicht so der Fan von. Aber irgendwie scheint es mir, dass es irgendwie, ja, eine Obby ist mit Free Items. So sehe ich es, glaube ich, gerade richtig. Ich weiß es nicht zu 100%. Wir gucken uns das einfach mal an. Hier dürfen wir wahrscheinlich nicht an die Blöcke rankommen. Oder ist es das doch nicht? Ich weiß es gerade nicht. Also ist es doch vielleicht kein Free Items Game? Mich wundert es halt gerade extrem. Oh, nee. Ah, wir haben es doch geschafft. Oh, nee. Nee, ich will da hoch, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Bin, glaube ich, gerade ein bisschen zu blöd dafür. Ich bin wirklich zu blöd. Oh, jetzt haben wir es endlich mal geschafft, da hochzukommen. Also ich habe gerade keine Ahnung. Ich denke mal, es ist doch eher eine Obby, anstatt irgendwie so ein Free-Items-Game. Also da würde ich schon die Bewertung halt mit einschließen, ne? Ich finde es halt ein bisschen blöd, dass man halt eine Obby machen muss. Obwohl man hier so gesagt, ja, eigentlich die Free Items bekommen könnte. Mansion of Wonder, da drückt man einfach hier auf Play und vorher dann hier schön die Codes abschreiben. Irgendwo abspeichern, vielleicht am besten, ja, eine Textdatei oder sowas. Dann drückt man einfach hier oben auf Play und ja, man kann so gesagt die Codes dann im Spiel eingeben und man bekommt diese Items dann. Genau dasselbe hier vorne bei Island of Move. Da ist es genau dasselbe. Ja, ich würde sagen, ich resette mich mal eben. Ja, ist natürlich blöd, wenn man die ganze Zeit dann hier hockt, ne? Ich muss ja jetzt irgendwie auch zurückkommen. Ich probiere es mal aus, ob ich es schaffe. Problem ist halt, der hat ja die Checkpoints so gesagt gespeichert, oder? Ah, nee. Nee, alles cool, die werden zurückgesetzt. Habe ich auch noch nie so gesehen. Promocodes und Free Items. Okay, dann gehen wir mal auf die andere Seite. So, hoch, hier müssen wir aufpassen. Ich glaube, die Meldung, die oben öfters mal erscheint, ist, glaube ich, so gesagt für die Musik, die, glaube ich, läuft im Hintergrund dann. Achso, hier gibt es auch nochmal Free Items, ja. Irgendwelche Promocodes. Aber ich finde es, glaube ich, besser, wenn die Free Items auch wirklich drin wären. Also viele Items drin sind. Ja, würde ich, glaube ich, schon mehr feiern. Ich habe ja auch so ein Free Items Game gemacht. Geupdatet habe ich es schon ewig lang nicht mehr, weil... Ich weiß nicht, ich habe zwar damit viele Klicks gemacht oder sowas, aber ich sage ja immer wieder, Klicks sind nicht alles. Das Spiel muss auch verständlich aufgebaut sein. Bei mir findet man halt alle Free Items, die es so gesagt gibt. Da muss ich aber jetzt auch sagen, dass ich es wahrscheinlich schon seit 5-6 Monaten nicht mehr abgedatet habe. Und ja, die ganzen Items wahrscheinlich schon alle veraltet sind. Vielleicht welche gar nicht mehr existieren oder gar nicht mehr holbar sind. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe es mal probiert. Ich weiß gar nicht, wie viele Visits habe ich damit gemacht. 1,4 Millionen, 1,5, irgendwie sowas. Ist halt schon eine stolze Summe, die ich da erreicht habe. Aber das war vollkommen in Ordnung. Ja, es hat auch einige Leute gespielt gehabt. Das muss man auch nochmal ganz gut sagen. Also ich hatte manchmal so um die 50 Leute da drin zur gleichen Zeit. War halt schon nice. Aber es gibt ein besseres Free Items Game und das muss ich einfach mal so sagen. Aus diesem Grund bin ich da jetzt auch nicht irgendwie angepisst, dass die Leute da jetzt eher drin sind in dem anderen Game. Nö, möge der Bessere gewinnen, wie es immer so schön heißt, ne? Ich finde es halt cool gemacht, aber ich sag mal so, für Free Items sollte man keine Obby machen. Nee, also ich hätte das einfach so gemacht, dass da vorne irgendwie dieser Kasten steht und alle Free Items, die mit einem Code einlösbar sind, ja, hätte man schon so holen können, ohne irgendwie dafür eine Obby zu machen. Ja, ich würde dann sagen, wir gucken direkt ins nächste Game rein. Und da sind wir auch schon im nächsten Spiel drin, und zwar in Biomes Obby. Und dieses wurde erstellt von 15 Crafter. Und das gucken wir uns jetzt auch nochmal genau an, was das hier für ein Spiel ist. Bevor wir aber losgehen, ich habe noch eben vergessen bei Free Promo Codes. Die Person heißt AXGF Roblox. Den Namen habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns das hier genau an, was das hier ist für ein Spiel. Oh, ja, guck mal, schon verkackt. So muss das sein. Aber das haben wir auch wieder mit Bravour gemeistert. Ah, da sieht man schon die ganzen Biome da hinten. Gibt es hier noch irgendwo eins? Nee, nur da hinten die. Okay.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und testen das nächste aus. Boah, die Sprünge sind hier aber ziemlich knapp, muss ich sagen. Aber das haben wir auch easy gemacht. Und was mir hier auch wieder gefällt, und das nehme ich mal an, dass es so ist, die ganzen Items, Objekte und so weiter und so fort sind selber gemacht. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Wie ich ja immer sage, baut eure Sachen selber. Oh, hier oben hatten wir einen Checkpoint. Das ist ja schon mal sehr gut. Oh, nee. Nämlich. Sehr schön. Und was mir auch gefällt, ist, dass die Respawn-Zeit nicht so hoch gestellt ist. Das gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Weil es gibt viele Obbys, da muss man ja wirklich manchmal 3-4 Sekunden warten, bis man wieder gespawnt wird. Und hier ist es halt nicht so. Updates coming soon. Okay, aber die Schnee-Area machen wir noch. Oh, hä? Dürfen wir... wir durften nicht an die Schneekugel dran? Ach, da ist noch... Ah, da ist was Helles dabei. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Okay, es geht nur bis hierhin. Ja, Updates raushauen, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Updates sind wichtig und richtig. Wie ich immer sage. Also, es geht nur bis hierhin. Finde ich ein bisschen schade. Sollen wir noch ein Spiel hinten dranhängen? Ich denke mal, ja. Weil die Spiele waren jetzt wirklich nicht so lang gezogen. Deswegen würde ich sagen, wir packen noch mal eins hinten dran. Also, top Arbeit. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und da sind wir auch schon im nächsten Spiel drin, und zwar im Neon Tycoon. Und dieser wurde erstellt von Hamgen 1. Und ja, wir schauen uns auch gemeinsam an, was man hier machen kann. Und ich muss noch eine Sache sagen, ich muss gleich nochmal in die Biom-Obby, weil da habe ich jetzt vergessen, noch eine Spende da zu lassen. Ja, und genau dieselbe Spende muss ich dann auch nochmal in den Promocodes reinpacken. Also ich denke mal, die Spende wird jetzt nicht so hoch ausfallen, aber ich werde definitiv was spenden. Und mir fällt gerade auf, ich muss mal mit dem Autoklicker kurz arbeiten. So, schon viel entspannter. Dann gehen wir mal gucken, wie viel Geld wir eingenommen haben. Und es sind 284 Dollar. Das ist sehr, sehr gut. Was droppt der denn? 2 Dollar pro Sekunde? Ich glaube ja. Die Dropper gefallen mir. Ist mal was anderes. Ist wirklich mal was anderes. Oh ja. Das gefällt mir sehr. Und genau das ist das, was ich ja immer sage. Bringt einen anderen Dropper immer rein, der immer anders aussieht. Und hier wurde das so gesagt umgesetzt und das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, dann gucken wir uns, denke ich mal, nochmal den Upgrader. Mega Dropper können wir uns leider nicht leisten. Aber eine Wall können wir uns leisten. Die zweite leider auch nicht mehr. Schade. Ja, ich denke mal, ich bleibe mal ganz kurz hier AFK ein bisschen stehen und klick mal durch und wir hören uns gleich wieder. Da sind wir auch schon fertig und ja, 4100, also jetzt sind wir bei 4500. Jetzt können wir uns erstmal den schönen Dropper hier vorne kaufen und kommt dann eine dicke, ja, okay, kommt ein dicker Würfel raus. New Map? I don't know. Ach, das Geld ist schon wieder weg. Wir haben uns sogar nicht so viel gekauft. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt noch hier dem Wall-Upgrade. Man sieht es auch direkt, es hat schon mal das Thema, was es hier auch sein soll. Und zwar Neon. Ja, ich denke mal, ich klicke noch weiter rum, weil irgendwie bringen uns die Dropper nicht so viel, wie wenn ich selber klicke. Deswegen push, selber klicken. Und es kann gut möglich sein, dass mein Aufnahmeprogramm ein bisschen laut eingestellt ist und ich es wahrscheinlich ein bisschen runtersetzen muss, weil ich merke, dass ich öfters mal im roten Bereich ausschlage. Ist nicht so gut. So, wieder 4500. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns die Owner Door, obwohl die Owner Door bringt ja sowieso nicht so viel. Ach, das ist die Deko. Ah, okay, why not? So, von der Seite aus. Okay. Bei Fragezeichen. Super. Wo sind die Dropper, die dazugehören? Also ich finde, wenn man halt einen Conveyor baut, sollten schon die Dropper entstehen, auch für die, sollten die Buttons entstehen für die Dropper. So. So ist richtig. 10.000? Ja, grüezi. Ich kaufe mal eben hier vorne den Sword Giver, wie auch immer. Ah ja.
Und ich lasse jetzt nochmal klicken, weil, wie schon gesagt, durchs Klicken bekomme ich halt mehr Geld, als wenn ich die ganze Zeit auf die Dropper warte. Ja, finde ich um einiges angenehmer. Aber ich finde immer, man sollte mehr durch Drops bekommen, als allgemein durchs Klicken. Na gut, damit kann man immer alles ein bisschen verschnellern, aber man sollte schon mehr bekommen durch Dropper. Als durch die Biene am Anfang. Leute. Hier, komm rein. Ja, sehr schön, danke schön. Danke. Aray und Aray. Aray, ich habe immer noch das Problem mit diesen Namen, ne? Aray und Lexel Roblox. Vielen lieben Dank. Die klicken jetzt für mich. In der Zeit kann ich mir ein bisschen die Map angucken. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Guckst du dir an? Guckst du dir die Bäume an? Wunderbar. Aber daran merkt man, ist es selbst gemacht. Warum ist der Button hier noch da? Der gibt uns doch nichts. Nee, der gibt uns nichts. Dankeschön. Das erspart mir sehr viel Zeit. Naja, dauert aber trotzdem ein bisschen, bis das Geld da ist. Sind hier wirklich Buttons drunter versteckt? Hm. Sollen wir mal probieren, dass wir da einen Button kaufen können? Nee, scheint nicht zu gehen. Wir nehmen nochmal den hier. Nee, scheint auch nicht zu gehen. Schade. Schade, schade, Marmelade. Ich will mir aber oben den 10.000er Button holen. Deswegen brauchen wir nochmal ein bisschen Geld. So, 1.200 und da haben wir schon die 10.000 voll. Und jetzt gehen wir nochmal nach oben. Und kaufen uns das Dach. Gut. Ich dachte, wir bekommen jetzt einen besonderen Dropper. Aber nö. Nö, nö, nö. Aber irgendwie dauert das extrem lange hier. Soll ich mitklicken? Warte mal, ich komme mal hier vorne an die Seite hin. Wir machen jetzt das komplette System hier kaputt. Na, oder auch nicht. Ach, der Aray ist jetzt auch mit Headless unterwegs. Oh, da ging gerade ein Ei Limited. Yay. Egg of Flawless Deduction. Was auch immer. Das Ei ist wahrscheinlich von 2000. Schieß mich tot. Da ging noch ein Item online. Ah, das Souvenir Egg. Oh, das ging auch Limited. Ist ja sehr schön. Ich muss, glaube ich, einfach im Hintergrund mal den Browser ausmachen, wenn ich am Aufnehmen bin. Was denn? Kurz AFK. Okay. Mach das. So, wir müssen nochmal nach oben gehen. Und wir kaufen jetzt die Wall 6. Aber was ist hier passiert? Ist das... Da hast du wohl vergessen, Smooth Plastic anzumachen. Ich glaube, alles andere ist Smooth Plastic, aber das Teil hier außen nicht. Weil die gleiche Farbe hat das definitiv. So, dann kaufen wir uns hier oben den nächsten Dropper und wir hoffen, dass er uns ein bisschen mehr Geld gibt. Ob es so eine tolle Lösung ist, dass das Zeugs dagegen knallt, ich glaub's nicht. Also es kann wahrscheinlich passieren, dass er vielleicht ab und zu mal hier drauf knallt. Na, bis dato haben wir aber Glück. So, dann gehen wir nochmal nach oben und gucken nochmal nach, weil wir können uns jetzt den Dropper hier noch kaufen. Und ja, den nächsten können wir uns leider nicht kaufen. Und hier fehlen uns 100 Dollar. Das gibt's doch nicht. Dann müssen wir uns nochmal ganz kurz das Geld abholen. Oder wir kaufen uns erst den für 8.000. Ich glaube, der für 8.000 wäre, glaube ich, nicht mal so verkehrt. Weil dann haben wir die Dropper oben wenigstens schon mal durch. Also ich will hoffen, dass es der letzte Dropper ist. Ich glaube es irgendwie nicht, aber es kann ja gut möglich sein. Mensch, da ging schon wieder ein Egg online. Eggy Pop. Sehr schön. Was kostet sie denn? 369 Robux. Gucken wir mal nach, was die anderen Eggs kosten. Wir haben ja eh nichts zu tun gerade. Für uns wird ja gerade auch gedroppt. Das ist ja schon mal sehr gut. Das Souvenir-Egg kostet 356 Robux. Und das Egg of Flawless Deduction kostet 449 Robux. Und die sind von 2.14 und 2.14. Ja. Okay, sehr schön. Oh, da vorne ist noch jemand. Hallo. So, dann kaufen wir uns jetzt endlich mal den Dropper hier oben. Ach, hier kommt noch ein Dropper. Oh nein. Aber wir können uns ja nochmal hier die Sweet Core kostet 5.500. Okay. Das meinte ich. Hier.
Ich würde vielleicht hier nochmal eine Wand durchziehen oder irgendwie so ein Glas oder sonstiges, dass das halt dagegen knallen kann. Aber man sieht es ja auch, ich mache gerade ein paar Verluste. Das ist natürlich nicht so toll. Den Dropper hier holen wir uns doch auch nochmal für 12.000. So, dann gehen wir nochmal nach oben und kaufen den für 12.000. Ja, dann haben wir eigentlich nur die Speed Coil und den Upgrader bis dato. Na ja, gut. Warte mal, kann ich Geld klauen gehen? Weil hier droppt es ja auch die ganze Zeit raus und da holt er sein Geld nicht ab, weil er bei mir am Klicken ist. Huch. Ja, da war ein bisschen Geld drin. Dankeschön. Autoklicker, easy. Oh ja. Oh ja, das stimmt. So, dann den Upgrader gekauft und dann kaufen wir uns hier oben noch die Speed Coil. Oh. Bei Speed Coil. Wir haben noch hier eine Speed Coil. Hä? Wir haben noch eine Speed Coil gekauft. Wenn wir dann nochmal eine zweite kaufen, dann brauchen wir aber nochmal ein bisschen Geld. Oh, was passiert denn hier? Ach nee. So, und die nächste. Achso, das ist eine Gravity Coil. Okay. Bei Decoration. Ich bin schon gespannt, wie die Decoration aussieht. Ja, ungefähr so. Dann kaufen wir uns sie mal und. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Oh, davon können wir nochmal eine Decoration holen. Bin ich ja jetzt schon gespannt, was es sein wird. Und da kaufen wir uns sie und ja. Es ist exakt dieselbe. Ja, das war's. Das war der Tycoon, oder? Das ist der Tycoon. Von außen können wir uns den auch nochmal betrachten. Man kann nach außen noch mal ein bisschen mehr machen. Muss ich einfach so sagen. Zumal, was ist hier passiert? Was ist da passiert? Wieso? Wie schafft man das? Wie schafft man das jetzt mal? Oh, danke schön. Danke, dass du mir wieder eine Meldung raus. Nein, bitte. Danke, dass du mir wieder eine Meldung raushaust. Ja. Sehr, 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 sehr weird. Ja, aber im Groben und Ganzen war er gar nicht mal so schlecht. Aber es hätte ein bisschen mehr sein können, also ein bisschen mehr drin zu platzieren. Zum Beispiel irgendwelche Kisten oder sonstiges. Das würde ich auch schon feiern. Aber leider wurde das hier nicht gemacht. Was ich ein bisschen schade finde. Gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde dann sagen, bis demnächst. Euer Zerox. Ciao, ciao. Also, ich habe mich ja gerade nochmal bedankt bei A-Ray und bei Lexel. Und ja, er hätte auch donated, aber bei mir ist genau das Problem, ich kann nicht donaten. Ich kann nicht donaten. Da hat wohl jemand die API nicht angemacht. Ist natürlich dann nicht so gesagt mein Problem. Ich sag's immer wieder, man sollte vorher testen, ob es auch alles funktioniert. Ja, finde ich natürlich nicht so toll, aber ist die Person selber schuld? Guck mal, du hättest 25 Donation von Lexel bekommen. Von A-Ray hättest du wahrscheinlich auch noch was bekommen und von mir hättest du auch noch was bekommen. Leider, geht's nicht. Finde ich ein bisschen schade. Vielleicht nochmal drüber gucken, API aktivieren oder vielleicht die Dev Products nochmal überarbeiten. Vielleicht sind die auch nicht richtig konfiguriert worden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Zerox. Ciao, ciao.